Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie lustige Partysalate schnell zubereitet. Wir machen heute Tortellini-Salat und das ist mit Abstand der Hit auf jedem Kindergeburtstag gewesen. Bisher, bevor meine Tochter Vegetarier wurde, dann konnte ich es nicht mehr so machen wie jetzt. Heute hier, denn es kommt Schinken rein. Aber kann den auch weglassen, dann hat man Vegetarisches. Genug der Rede, vegetarisch, nicht vegetarisch. Wir machen jetzt den Tortellini-Salat so, wie er in unserem Rezeptbuch steht und beginnen damit, dass wir einmal den Thermomix anschalten und 1200 Milliliter Wasser in den Mixtopf geben und das Ganze 8 Minuten auf Varoma-Stufe zum Kochen bringen. So, unser Wasser kocht und als nächstes machen wir die Tortellini. Das ist eine Packung, also 500 Gramm sind es. Die kommen jetzt hier rein und die lassen wir jetzt noch mal 10 Minuten auf 100 Grad im Linkslauf Sanftrührstufe kochen. So, unsere Tortellini sind gekocht und auch schon schön aufgegangen. Die eine oder andere hat es gekostet, glaube ich, wie man hier sieht. Ich gieße die jetzt ab, natürlich in unserem Varoma. Wir machen die jetzt in eine Schüssel und lassen sie kurz abkühlen. In der Zwischenzeit mache ich den Mixtopf sauber und dann machen wir die Soße. So, wir machen jetzt unsere Soße für den Tortellini-Salat. Dazu haben wir 100 Gramm Mayonnaise, 100 Gramm saure Sahne. Dann habe ich hier eine Handvoll Basilikumblätter und einen kompletten Bund Schnittlauch, den ich natürlich klein geschnibbelt habe. 10 Gramm weißer Balsamico kommen noch dazu. Das wiege ich jetzt gerade hier ab. Ein halber Teelöffel Thymian. Etwas Salz und etwas Pfeffer. Das Ganze jetzt 10 Sekunden Stufe 4 miteinander vermischen und dann war es das auch schon fast. Das Ganze geben wir jetzt zu den Tortellinis. Die sind noch nicht ganz abgekühlt. Also eigentlich würde ich tendenziell noch ein bisschen warten, bis die abgekühlt sind. Naja, wir probieren es einfach mal. Wir wagen es. Zu dem Ganzen geben wir jetzt noch 500 Gramm Cocktailtomaten. Die habe ich jetzt halbiert. Ihr könnt die natürlich auch vierteln. Mir wären die allerdings immer so ein bisschen zu matschig, wenn ich die viertel. Also halbieren. Und 300 Gramm gekochten Schinken, den ich schon hier in so kleine Scheibchen geschnitten habe. Das Ganze müssen wir jetzt vorsichtig miteinander verrühren und dann wird gegessen. So. Jetzt müssen wir das Ganze nur kalt stellen, ordentlich, und dann servieren. Trotzdem werde ich jetzt einmal für euch hier abschmecken, probieren und euch sagen, wie ich es finde. Denn das ist toll. Das esse ich sehr gerne. Wie gesagt, ein schöner, einfacher Partysalat für den nächsten Kindergeburtstag zum Beispiel. Ist wirklich eine tolle Sache. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. War ja jetzt auch echt nicht viel Stress. Ne? Die Tortellinis könnt ihr natürlich auch ganz normal im Kochtopf zubereiten, während ihr die Soße hier macht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe halt immer so ein bisschen das Anliegen, hier alles im Thermomix zu machen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, denn hier gibt es die besten Rezepte aus der Wunderkesselküche. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.